Ich will mir meine Haare lang wachsen lassen. Aber mein Friseur, der sagt mir, dass ich alle 6 bis 8 Wochen vorbeikommen soll, um meine Haare zu schneiden. Was ist denn jetzt richtig? Leute, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Leute mir diese Frage gestellt haben. Daniel, warum muss ich denn eigentlich meine Spitzen schneiden? Warum soll ich alle 6 bis 8 Wochen zum Friseur gehen? Und wenn ich mir meine Haare lang wachsen lassen möchte, dann lohnt es sich doch nicht, zum Friseur zu gehen. Denn ich muss ja meine Haare lang bekommen. Und wenn ich die abschneide, dann funktioniert das ja gar nicht. Leute, alles kein Problem. In dem heutigen Video klären wir die Fragen. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass ein Friseur nicht Unrecht hat, wenn er sagt, komm alle 6 bis 8 Wochen vorbei, um die Spitzen zu schneiden. Klären wir erstmal die Frage, warum du überhaupt deine Spitzen schneiden solltest und warum dein Friseur nicht Unrecht hat, wenn er sagt, dass du alle 6 bis 8 Wochen vorbeikommen solltest, um deine Spitzen zu schneiden. Grundsätzlich ist es so, umso länger das Haar ist, umso älter ist es schlussendlich auch und umso anfälliger ist es auch. Das bedeutet, wenn du relativ lange Haare hast, dann können deine Haarspitzen relativ schnell brüchig werden, trocken werden und dann kannst du auch Spliss bekommen. Und wenn ein Haar Spliss hat und sukzessive abbricht, dann zieht der Spliss an dem Haar so ein bisschen hoch und dann kann auch das gesunde Haar, was vielleicht jetzt noch gesund ist, auch Spliss bekommen und abbrechen. Und um das zu verhindern, sagt dein Friseur auch, komm alle 6 bis 8 Wochen vorbei, damit wir die Spitzen schneiden. Aber alles hängt natürlich auch von der individuellen Haarsituation ab und vom aktuellen Stand der Dinge. Heißt, ich gehe jetzt mal von 2 verschiedenen Situationen aus. Erste Situation, du möchtest deine Haare lang wachsen lassen und bist noch nicht an deiner gewünschten Haarlänge angekommen. Und Situation 2, du hast bereits lange Haare und deine gewünschte Haarlänge erreicht. Wie sieht es dann aus? Starten wir mit der ersten Situation. Du hast noch nicht deine gewünschte Haarlänge erreicht und willst deine Haare lang wachsen lassen und hattest vorher eine Kurzhaarfrisur. Wenn das der Fall ist, dann würde ich meine Haare erstmal wachsen lassen. Ich würde nicht alle 6 bis 8 Wochen zum Friseur gehen, sondern einfach erstmal wachsen lassen, denn du möchtest ja auch erstmal eine gewisse Länge in deine Haare reinbekommen. Auch wenn dein Friseur sagt, komm alle 6 bis 8 Wochen vorbei, ich würde es nicht machen, ich habe es auch nicht gemacht, sondern ich habe erstmal rund 8 Monate wachsen lassen, bis ich das erste Mal beim Friseur war. Was ich dir aber an dieser Stelle schon mal empfehlen kann, ich würde meine Haare auf jeden Fall von Anfang an vernünftig pflegen. Heißt, ich würde mir ein gutes Shampoo zulegen, einen passenden Conditioner zulegen und auch zum Beispiel ein Arganöl, das ich dann in die Spitzen einmassiere, um einfach deine Haare, solange es geht, so gesund wie möglich zu halten, damit man halt nicht die Spitzen schneiden muss. Denn wenn deine Haare gesund sind, respektive deine Haarspitzen gesund sind, dann gibt es keinen Grund dafür, deine Haare alle 6 bis 8 Wochen zu schneiden. Gerade dann nicht, wenn du von einer Kurzhaarfrisur kommst und wirklich richtig lange Haare haben möchtest, dann lass die Haare erstmal wachsen. Und nein, auch wenn dein Friseur sagt, komm alle 6 bis 8 Wochen vorbei, wenn du in dieser Situation bist, machst du das nicht. Wenn du in dieser Situation aktuell bist, dann achte aber trotzdem immer wieder auf deine Haarspitzen, schau, wie die aktuell aussehen, werden die langsam brüchig oder wie sehen die aus, wenn die noch gesund sind, wie gesagt, lass wachsen. Aber wenn du dann irgendwann deine gewünschte Länge erreicht hast, sagen wir mal nach 8 bis 10 Monaten, wie sieht es dann aus? Wie gehst du dann vor? Dann sind wir nämlich in Situation Nummer 2. So, jetzt sind wir in Situation Nummer 2. Wir haben jetzt richtig schöne lange Haare und haben unsere Haarlänge erreicht, die wir uns erhofft haben, beziehungsweise das unser Ziel war. Und jetzt können wir natürlich gerne alle 6 bis 8 Wochen zum Friseur unseres Vertrauens gehen und unsere Haarspitzen schneiden. Aber es ist natürlich kein Muss. Du musst natürlich nicht alle 6 bis 8 Wochen deine Haarspitzen schneiden. Solange deine Haarspitzen gesund sind, wie gesagt, ist es kein Muss. Aber somit minimierst du halt die Gefahr, dass du Spliss bekommst und dieser Spliss deine gesunden Haare irgendwie angreift. Kleine Info noch, je nach Haarstruktur ist das natürlich auch komplett anders. Wenn du zum Beispiel sehr krause und sehr wellige Haare hast wie ich und dazu neigst, trockene Haare zu haben, dann solltest du vielleicht etwas öfter zum Spitzenschneiden gehen. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der sehr straighte, gesunde und glatte Haare hat, ja, da brauchst du halt nicht so oft zum Friseur gehen. Das ist natürlich auch hier immer individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich. So, folgende Fragen solltest du dir stellen, bevor du den Friseur aufsuchst und dir deine Spitzen schneiden lässt. Erstmal, in welcher Situation befindest du dich gerade? Lässt du gerade deine Haare lang wachsen, also hast du schon deine gewünschte Haarlänge erreicht, ja oder nein? Wenn nein, dann schau dir deine Spitzen an und solange deine Spitzen, deine Haarspitzen gesund sind und du keinen Spliss hast, lass wachsen. Wenn du dir unsicher bist mit den Haarspitzen, ob du Spliss hast oder nicht, dann geh mal zu dem Friseur deines Vertrauens hin und frag ihn. Denk aber dran, ja, Friseure verdienen natürlich mit Haare schneiden ihr Geld, aber frag ihn einfach, wie es aktuell aussieht. Und wenn er sagt, nein, müssen wir noch nicht, dann lass es sein. Und wenn er sagt, ja, du, da ist schon Spliss und die Haare sind einfach zu trocken, lass uns die Haare lieber ein bisschen kürzen, dann mach das. Und wenn du mit deiner aktuellen Haarlänge zufrieden bist, wenn die Haare lang genug sind, dann geh einfach alle 6 bis 8 Wochen zum Friseur. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und minimierst das Risiko, dass du halt Spliss an deinen Haarspitzen hast.
Und auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, umso länger das Haar ist, umso älter ist es natürlich auch und umso anfälliger ist das Haar. Das einfach im Hinterkopf behalten und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, viel Spaß mit deinen langen Haaren und viel Spaß beim Haare lang wachsen lassen und mal gucken, wann ich mal wieder dran bin und zum Friseur gehe und meine Haare vielleicht sogar ganz abschneiden lasse. Schauen wir mal.